Da will was aus mir raus. Musik hat mir immer Geborgenheit gegeben. Wir müssen das Schweigegebot brechen. Das sagen Erwachsene, die als Kind mit alkoholkranken Eltern aufgewachsen sind. Und eine von ihnen ist Tanja Sam. Mit etwa 13 Jahren wurde ihr bewusst, dass ihre Mutter trinkt. Sie hat ihre eigenen Tricks benutzt zum Trinken. Also sie hat einen eigenen Becher zum Beispiel gehabt, aus dem sie getrunken hat, der sehr unauffällig wirkt. Das war so ein Plastik-Kinderbecher, der das immer so ein bisschen kaschiert hat, was da jetzt im Grunde drin war. Aber man wusste es eigentlich ganz genau, weil man ja auch sehr sensibilisiert war mit der Zeit. Also man hat sehr schnell gerochen, man hat heimlich dann immer wieder den Becher genommen und vielleicht einfach mal schnell verschwinden lassen. Aber war halt schneller ein neuer da, als man denkt. Wie sie damit umgegangen ist, erzählt die 37-Jährige zum ersten Mal in einer Fotoausstellung. Kindern suchtkranke Eltern ein Gesicht geben, das ist die Intention von Stefan Kosch. Er hat die Ausstellung konzipiert. Ich möchte Mut machen, denjenigen, die in der Situation noch stecken, denjenigen, die schon erwachsen sind und das alles hinter sich gelassen haben, scheinbar hinter sich gelassen haben und doch wieder, immer wieder merken, irgendwas funktioniert noch nicht so richtig. Ich habe Probleme mit Nähe und Distanz. Ich habe da irgendwie immer wieder auch so ein Betongefühl im Bauch. Ich weiß es einfach nicht. Denn das ist das große Problem in unserer Gesellschaft. Dieses große Tabuthema Sucht in all seinen Facetten. Das gilt für den Erkrankten, das gilt aber eben auch für seine Familie. Denn Sucht ist stigmatisiert, wird gleichgesetzt mit Willensschwäche, wird gleichgesetzt mit sozialem Abstieg, was nicht immer so sein muss. Neben dem Schweigegebot stehen die Süchtigen auch immer im Vordergrund. Deshalb bekommt niemand mit, welchen körperlichen und verbalen Attacken Tanja ausgesetzt war und dass sich die Rollenverhältnisse zu Hause umgekehrt haben. Erst mit Mitte 20 erkennt sie, wie sehr die Alkoholkrankheit ihrer Mutter ihr Leben gezeichnet hat. Ich glaube, die Situationen, die damals am schlimmsten waren und die bis heute prägend sind, sind, glaube ich, die, wo man sich so hoffnungslos alleine gefühlt hat mit seinen Ängsten, mit seinen Problemen, aber auch mit der Art, wenn eine Mutter einem gegenübersteht und einem ganz klar sagt, ich habe dich nie geliebt und ich hätte dich nicht kriegen sollen, dann ist das ja schon was, wo man denkt, wow, also sorry, stopp, was sagst du da eigentlich? Du musst doch die Person sein, die mir jetzt gerade Halt gibt in schwierigen Situationen. Für Kinder in suchtbelasteten Familien geht es eigentlich ständig um Leben und Tod. Es geht tatsächlich um das Leben des Suchtkranken, es geht bei schlimmen Gewalterfahrungen auch um das eigene Leben, aber es geht auch darum, irgendwann selber das eigene Leben leben zu können. Und das ist natürlich etwas, was ich verlerne, wenn ich als Kind immer darauf gedrillt werde, ich muss auf den Suchtkranken achten. Ich verliere den Kontakt zu meinen eigenen Gefühlen, zu meinen eigenen Bedürfnissen. Ich lebe um den Suchtkranken herum. Deshalb wurde NACOA gegründet. Der Verein ist seit 2004 eine der wenigen Interessensvertretungen für Kinder und auch erwachsene Kinder aus Suchtfamilien. Derzeit wachsen in Deutschland allein über 2,65 Millionen Kinder mit alkoholkranken Eltern auf. Das ist jedes fünfte bis sechste Kind. Die Forschung geht davon aus, dass etwa ein Drittel von ihnen halbwegs unbeschadet durch diese Zeit kommt. Etwa zwei Drittel können als Erwachsene ebenfalls eine Sucht entwickeln oder eine andere psychische Krankheit sowie soziale Störungen haben. Die spannende Frage ist, was lässt diese sogenannten erwachsenen Kinder stark werden? Tanja hatte ihre Oma zum Anlehnen, aber, und das zeigt die Ausstellung, sie hat auch im Fußballstadion ihren Ausgleich gefunden. Was Hertha mir am meisten gegeben hat, war der Punkt, du kommst in ein Wir rein. Das war schon alleine erhebend, weil man ist jetzt nicht mehr alleine, man ist mit vielen zusammen für etwas. Aber auch dieses Emotionen raus. Ich konnte brüllen, ich konnte toben. Wenn es gut lief, konnte ich Leuten konnte man sich in die Arme fallen, abklatschen etc. Man hat Emotionen, die man sonst sehr versteckt hat bzw. gar nicht mehr wusste, dass man die hat, rausgelassen. Mittlerweile hat die dreifache Mutter ihren Weg im Leben gefunden. Sie ist stolz darauf, dass sie den Glauben an die Menschen nicht verloren hat. Mit der Vergangenheit abzuschließen, ist aber ein lebenslanger Prozess. Mit ihrer Geschichte möchte sie anderen Betroffenen Mut machen.
Ja, tolle Geschichte. Und auch wir möchten gerne noch ein bisschen helfen. Dr. Arne Koopmann vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit aus Mannheim ist bei uns. Schönen guten Abend, hallo. Guten Abend, hallo. Schön, dass Sie Zeit haben. Wir haben es im Beitrag gehört. 2/3 derer, die in einer Familie mit Suchterkrankung aufgewachsen sind, können auch als Erwachsene dann Sucht entwickeln oder auch andere psychische Erkrankungen. Welche sind das? Ja, also erstmal ist es ganz wichtig, dass eben nicht jeder von den Kindern, die in suchtbelasteten Familien aufwachsen, eine psychische oder eine Suchterkrankung entwickelt, sondern dass 1/3 eben auch gar keine Erkrankung entwickelt. Und das sind in der Regel die, die außerhalb der Familie oder innerhalb der Familie einen nicht suchtbelasteten erwachsenen Bezugspunkt haben, mit dem sie das normale Leben erleben. Mhm. Die, die betroffen sind von psychischen Erkrankungen, leiden in der Regel an Symptomen einer Angsterkrankung oder einer Depression oder entwickeln selbst eine Suchterkrankung oder entwickeln ein ADHS. Jetzt gibt es ja auch noch diejenigen, die, ich sage mal, High Performer sind, also die irgendwie super leistungsorientiert und erfolgreich auch im Beruf sind. Wie kommt das? Das sind in der Regel diese Kinder, die in den suchtbelasteten Familien aufwachsen, versuchen auch zu kompensieren, was die Eltern an Elternrolle nicht übernehmen können. Und ein Teil dieser Kinder kommt so in so einen Funktionsmodus. Das sind in der Regel die ältesten Kinder aus den Familien. Und die werden dann später auch im Beruf diejenigen, die versuchen, durch Leistung sehr viel überzukompensieren und teilweise eben den Zugang zu den eigenen Gefühlen dabei verlieren. Großes Thema, haben wir auch im Beitrag schon gehört, ist ja auch so ein bisschen dieses Schamgefühl, was dann viele entwickeln. Also wenn ich in der Familie irgendwie so eine Geschichte habe, wie geht man damit um? Ja, dieses Schamgefühl ist leicht erklärbar dadurch, dass die Kinder schon sehr früh in der Kindergartenzeit oder in der Schulzeit merken, dass in ihrer eigenen Familie etwas anders ist als bei den Freunden. Die Mutter versteckt die Alkoholflaschen, wenn sie trinkt, oder sie versteckt die Drogen. Die Kinder merken, dass die Eltern versuchen, dieses abnormale Familienleben vom Umfeld fernzuhalten, auch vor engen Verwandten wie Großeltern oder Tanten und Onkel, und übernehmen solche Verhaltensweisen, ziehen sich also sozial zurück, schämen sich für das, was da ist, und kommen so in einen Modus, wo sie denken, sie müssen alles immer alleine schaffen, alles alleine bewältigen. Aber es ist eben eine Größe, und das ist mir ganz wichtig zu sagen. Es ist kein, wenn man sich eingestehen kann, dass man Hilfe benötigt, dann ist das etwas, was eine Größe ist und was ganz, ganz wichtig ist im Erwachsenenalter, um einen gesunden Umgang wieder damit zu finden, mit seiner Lebensgeschichte. Was würden Sie den Erwachsenen raten, die in der Familie jetzt aufgewachsen sind, groß geworden sind, wo es eben Alkoholkranke gab? Es ist ganz wichtig, immer nach sich selbst zu schauen. Wenn Sie aus so einer belasteten Familie kommen, dann sind Sie eine Risikogruppe dafür, dass Sie seelisch selbst aus dem Gleichgewicht geraten können. Und dabei ist es eben wichtig, im Alltag immer wieder zu schauen, wo stehe ich gerade, wie geht's mir gerade, sich selbst auch immer wieder was Gutes zu tun. Auch die in den kleinen Sachen, wie zum Beispiel mal 5 Minuten die Sonne genießen an so Tagen wie heute, kann man sich seelisch wieder aufladen. Mit meinen Patienten spreche ich da immer mit dem Bild einer Wippe auf dem Spielplatz, nämlich das, dass man versucht, sozusagen die Belastungen immer in den Ausgleich der Selbstfürsorge zu tragen und nur so kleine Auswippenbewegungen zu registrieren. Okay, also einen positiven Ausgleich zu schaffen. Wo finden Betroffene überhaupt Hilfe? Wo können sie hinwenden? Ja, also es ist ein schwieriges Thema, nach Hilfe zu suchen, weil unser deutsches Versorgungssystem nicht sehr viele Experten, die sich mit dem Themenkreis suchtbelastete Familien auseinandersetzen haben. Aber sie können immer bei lokalen und örtlichen Gesundheitsämtern und Gesundheitstreffpunkten fragen, welche Selbsthilfegruppen und welche Hilfsangebote es lokal gibt. Die sind gut vernetzt. Andere Ansprechpartner sind zum Beispiel Klinikambulanzen, die vielleicht nicht selbst etwas anbieten, aber die sich eben lokal gut in der Versorgungslandschaft auskennen und dort eben Hilfen anbieten können und auch wissen, wo es Selbsthilfegruppen gibt zu diesem Thema. Wenn Sie selbst bei einem Therapeuten anfragen, dann ist es mir ganz wichtig, dass Sie schon früh im Prozess ihr Anliegen schildern, sodass sie nicht erstmal auf einer Warteliste stehen und dann am Ende kommt raus, dass dieser Therapeut gar nicht dafür spezialisiert ist. Ja. Okay. Guter Tipp. Vielen Dank, Frau Koopmann, dass Sie da waren, dass Sie die Zeit hatten und für diese Ratschläge. Vielen Dank.